mich bedeutet Sport sehr viel, weil ich kann das einfach nicht vergessen, dass Sport mein Leben verändert hat. Sport bringt mir einfach auch wieder eine gewisse Ruhe in meinen Alltag und ohne Sport kann ich eigentlich nicht. Der Sport hat mir sehr viel geholfen, überhaupt in meinem Leben. Ich habe auch andere Menschen kennengelernt, die diszipliniert sind, die mir Disziplin gezeigt haben. Ich habe das genau gebraucht. Ich habe mir direkt Mühe gegeben, um Ausbildung zu finden. Also zusammen mit meinem Verein, die haben mir auch sehr viel geholfen. Dafür bin ich auch dankbar. Weil ich das immer sehr, sehr spannend gefunden habe, habe ich mich auch schon relativ früh wählen lassen als stellvertretende Sportjugendvorsitzende, um dann eben auch Entscheidungen mittreffen zu können, gerade was den Jugendbereich hier in Gütersloh angeht. Am meisten Spaß macht mir, wenn ich denen jetzt eine Übung zeige, dass ich das sehe, dass die das richtig durchziehen. Wo die Puste rauskommt, wo die mit voller Kraft gegen Sandzeit hauen. Das ist eine Motivation auch für mich. Ich habe später dann Training und ich möchte es genauso durchziehen. Komm, meine Jungs haben es durchgezogen, mach ich es auch. Ich möchte irgendwann mal so ein Profiboxer werden. Und natürlich von jedem Profiboxer ist auch Ziel, Weltmeister, Europameister zu sein. Vor Gruppen etwas anzuleiten, das ist, denke ich, eine gute Vorbereitung einfach auf meinen Lehrerberuf, damit ich einfach später gerüstet bin für diese Aufgaben, die mich erwarten. Ehrenamt bedeutet für mich, dass man was für den Verein tut, dass man sich einsetzt, volle Pulle. Also wenn ich an Ehrenamt denke, denke ich persönlich immer an Ehrensache. Das heißt, man gibt nicht nur, sondern man nimmt sehr, sehr viel für sich selbst mit. Und darum mache ich Ehrenamt. Das ist eine Herzensangelegenheit.